Das hier habe ich mir jetzt also aufgeschrieben, alles, ne? Jetzt wollen wir mal gucken. Also, die Heiler haben das Portal geschlossen. Konnten Clarimis nicht helfen, durch ein wildes, den wildes Schwert ist zu irgendwie zu heilen. Und dann gehen wir mal ins Spiel rein. Dumme Trolle am Start. Habe ich hier oben was vergessen zu looten? Hier liegen noch Leichen rum, ne? Wir kommen jetzt zurück zu Saturas. Ich muss zum Teleporter. Pass auf, da oben ist der Teleporter. Wir müssen, es ist theoretisch, der Weg ist eigentlich nicht schwer. Wir gucken gleich mal. Ich laufe jetzt hier runter. Genau, also das war damals ein Zusatz, ein Add-on sozusagen. Konnte man SCD kaufen. Oh, ist mal schön hier runtergefallen, den ganzen Berg. Und ist aber quasi original. Teil des Mods sind andere Sachen. Ich kann dir jetzt aber gar nicht so ganz genau sagen, was alles Teil des Mods ist, den ich hier spiele. So, da oben geht es auf jeden Fall zu einem Typen, der sitzt da dumm rum. Den könnte ich ja fragen, ob er mir gegen Troll helfen will. Habe ich eigentlich den magischen Bogen? Wartet mal. Ich habe doch letztens einen magischen Bogen eingesammelt. Noch nicht anlegen, ne? Hier doch, guck mal, magischer Bogen. Zig Geschick. Noch drei! Ich brauche noch drei Geschick! Dann habe ich einen magischen Bogen. Ruby-Fan, danke für das Kompliment. Es ist eins der besten Spiele aller Zeiten, ne? Ich gehe ganz kurz mal hier zurück zum Wassermagerlager. Und jetzt labern wir hier mal alle voll, die uns vielleicht helfen könnten. Na, der ist schon mal keine Hilfe. Danke, Ruby-Fan, für die Likes. Danke für die Unterstützung. Hey, du. Danke, dass du da bist. Lehre mich die Kunst des Tränkebrauens. Was willst du brauen? Okay. Ein Elixier der Geschicklichkeit für 20 Lernpunkte. Habe ich so viele? Komm wieder. Nee, wir brauchen Lernpunkte, meine Damen und Herren. Auf jeden Fall müssen wir Levels aufsteigen und brauchen Lernpunkte. Wir müssen jetzt, die Typen Mixier, könnt ihr mir noch helfen? Na, da hören ist keine Hilfe. Ihr seid alle, also ich muss immer wieder sagen, es macht mir so einen Spaß. Das macht mit euch ist so cool. Mixier! Ich habe mit Quahodron gesprochen. Dann hast du ihn tatsächlich aus dem Reich der Toten erwecken können? Das ja. Ist unglaublich. Ich bewundere diese Erbauer immer mehr. Wer weiß, was sie noch zustande gebracht hätten, wenn sie heute noch existieren würden. Ja, danke. Danke. Das hat mir jetzt auch wirklich geholfen. Und jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich die Fragen beantworten muss. So, der. Lass uns handeln. Bringt er mir was? Wenn ich jetzt hier, kann ich was kaufen? Was ist hier irgendwas sinnvoll? Guck mal hier, der Taifun. Das ist eine Waffe. Tragen. Brauche ich auch nicht tragen, weil ich kein Magier bin. Das habe ich schon verkauft. Hier habe ich schon Geld gemacht an denen. Wir haben ja jetzt auch die magische Armbrust eingesammelt, ne? Magischer Bogen, magische Armbrust. Brauche ich Stärke, hier brauche ich Geschick. Brauche ich auch Geschick? Guck mal, hier brauche ich mehr Geschick als hierfür. Na, dann nehme ich auch einen magischen Bogen, sobald ich das kann. Das ist doch der Eschenbogen. Und wir haben aber den. Sogar noch Bogentalent, das machen die anderen alle nicht mehr. Das heißt, ich werde dann nicht mehr so gut zielen können, wenn ich den Bogen ablege, den ich jetzt habe. Das wird noch alles spannend hier. Nefarius, hey. Am Start. Die Reise durch das Portal ist sicher? Bisher habe ich keine Bedenken. Wussten wir schon. Dann müssen wir noch zu Saturas gehen. Saturas! Wir müssen uns auch gleich mal ausschlafen. Ich bin nämlich angeschlagen, gesundheitlich. Hier ist der große Oberhäuptling, Saturas. Schade, ich hätte vielleicht doch ein Mod-Paket nehmen sollen. Ah, ich bin doof. Ich habe gesehen, es gibt ein Gothic Reshade-Paket. Das muss ich unbedingt auch mal ausprobieren, wegen der Optik und so. Ihr wisst Bescheid. Jetzt quatschen wir erstmal Saturas an. Ich habe mit Quahodron gesprochen. Und? Was hat er gesagt? Er wird mir erst helfen, wenn ich ihm einige Fragen beantworte. Na bitte, das ist immer noch richtig. Was ist das Problem? Ich bin mir nicht sicher, was ich ihm antworten soll. Wir wissen, dass die Gelehrten dieser Stadt im Norden eine Bibliothek erbaut haben. Sie waren sehr gründlich bei ihren Bemühungen, die Geschehnisse der Vergangenheit festzuhalten. Vielleicht findest du dort die Antworten, die Quahodron von dir verlangt. Ach, hör auf. Aber die Orks sind ja schon... Adanos möge dich schützen. Für Adanos. Adanos, alter Kumpel. So, jetzt ist die Sache die. Jetzt muss ich erstmal Nacht zum Piratenlager. Jetzt gehen wir zum Piratenlager und vom Piratenlager aus, mitten in der Nacht,
Ich bräuchte mal so irgendwie eine Uhrzeit. Also so eine Armbanduhr wäre eigentlich ganz nett, muss ich mal ganz wirklich ehrlich sagen. Zum Tempelportal wollten wir jetzt nicht. Zum Canyon muss ich, genau. Genau, ich muss in den Canyon rein. So, jetzt gehen wir hier in den Canyon runter. Da ist die Bibliothek. Das ist kein Problem, da gehen wir jetzt hin. Ey, ich hoffe, ich sehe jetzt nicht wieder einen Haufen Monster hier. Das wäre ja ein Mist, ey. Soll ich euch ein Licht anmachen? Ist es zu dunkel? Ich habe eine Fackel. Warte mal, ich habe eine Fackel. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo die ist. Ich weiß gar nicht, was ich hier... Das ist zuletzt eingesammeltes Zeug, glaube ich. Hier ist einfach alles drinne. Und da ist auch irgendwo... Hier ist die Fackel. Guck mal die Grafik an, oder? Sag doch mal ehrlich. Das Spiel ist von 2001, würde ich sagen. Oder 2002. Guckt es euch an. Genießt mal, was wir hier für ein Spiel spielen, meine Damen und Herren. Storyline-technisch eins der besten Spiele, die es je gegeben hat. Und grafisch kann das mithalten. Warum sollte man heutzutage nicht Gothic 2 spielen? Erklärt mir das. Da gibt es keinen Grund dafür. Oder? Also ich meine mal ehrlich, wenn man die Story hier miterlebt, wenn man das Spiel hier spielt, dann kannst du doch erzählen, was du willst. Die ist doch kein aktuelles Spiel. Also ich habe jetzt zum Beispiel, meine Schwester hat sich den Nintendo Switch gekauft. Und die fragt, oh, du kennst dich doch aus, Mensch, erzähl mir mal, was für Spiele kauft man denn da so? Sag ich Nintendo Switch, ja, was? Gothic 1 und 2 kannst du kaufen. Das ist jetzt ganz neu dabei. Was willst du sonst? Also was willst du spielen? Dann habe ich gesagt, kannst du Stardew Valley spielen, ne? Stardew Valley, ah, grafisch, das ist immer ein ganz wichtig, die Grafik, ne? Sag ich, hä? Stardew Valley ist von einem einzigen Menschen programmiert, das erwartest du, das ist aber total cooles Spiel. Naja, am Ende, was willst du machen? Was willst du? Bleibt da nicht übrig. Valheim gibt's, glaube ich, nicht. So, jetzt sind wir, Leute, wir sind da. Wir sind an der Bibliothek, wir scrollen mal nah ran. Ich mach kurz einen Quicksave. Ich weiß nicht, was hier abgeht, aber wir müssen jetzt auf jeden Fall lesen. So, wir haben hier schon mal gekämpft. Wir haben hier schon mal gekämpft. Jetzt geht's aber los. Jetzt müssen wir Bücher lesen, glaube ich. Aber die Frage ist, wo lesen wir? Dann gehen wir mal hier rein. Guck mal, hier ist doch was. Pass mal auf. Da haben wir erstmal ein Buch. Ach du Schande, ey. Ich kann das doch gar nicht lesen. Okay, was haben wir da stehen? Okay. War auf immer eingeschlossen im Tempel Adanos, doch die Macht des Schwertes war nicht gebrochen. Sein Einfluss war schon zu groß. Das Morden in den Straßen wollte nicht enden. Adanos Zorn war es, der alles beendete. Das Meer erhob sich über Jakendar und überflutete die ganze Stadt. Auch noch die gelegenen Tempel und Bauwerke waren nahezu unangetastet. Die diese Katastrophe überlebten, hatten nunmehr nicht mehr die Kraft, die Stadt wieder aufzubauen. Und so war das Schicksal von Jakendar besiegelt. Das ist also das Ende der Geschichte. Naja, okay. Gucken wir uns mal den Anfang der Geschichte an. Was steht hier? So. Denn nur den Hauptterra, ich kann's nicht lesen, ey. War es möglich, die Ahnen zu rufen? Totenwächter? Das sind die Totenwächter! Denn nur den Totenwächtern war es möglich, die Ahnen zu rufen. Ach komm, hör auf, wie machen wir das jetzt? Wie schreibe ich mir das jetzt irgendwo hin? Ich habe keine Ahnung, wie ich es mache. So, ihre Abwesenheit schmerzt tief. Ohne den Rat der Ahnen sind wir der Willkür unseres Volkes ausgeliefert. Die Heiler wurden entsandt, das Portal zu versiegeln. Die Heiler haben das Portal versiegelt. Das hätte ich wissen müssen. Die Heiler wurden entsandt, das Portal zu versiegeln und den Schlüssel zu vernichten. Nur Adanos weiß, was mit ihnen geschah und ob sie ihr Ziel jemals erreichten. Die Kriegerkaste ist vernichtet durch den Zorn von Adanos. Das Herz des alten Kriegsfürsten ist gebrochen. Auch die verbliebenen Krieger schüren die Hoffnung und predigen unablässig von der Wiederauferstehung unserer einst so prächtigen Stadt. Doch wir, die Gelehrten,
kennen die bittere Wahrheit. Jakindar ist gefallen und wird im Strom der Zeit vergehen. Also die Heiler wurden entsandt. Warte mal, ich bräuchte jetzt hier meinen Zettel. Wo können wir das uns hinschreiben? Das wäre natürlich jetzt so schön, wenn man hier, kann man selber eine Notiz machen hier irgendwie? Können wir nicht. Also, Heiler wurden entsandt. Okay, wir gucken mal. Haben wir hier gleich noch eins? Nee, haben wir nicht. Okay. F11. Ja, machen wir das mal so. Ich mache mir jetzt hier eine kleine neue Textdatei. Ich muss mir eine neue Textdatei anlegen. Zack. Jetzt stürzt da alles ab, oder? Neu Textdokument. Haben wir es jetzt? Okay. So, wir haben jetzt aufgeschrieben, Heiler haben das Portal. So. Was haben wir noch? Was steht hier noch? Wir gucken noch mal weiter, warte. So, denn nur den... So, Totenwächter, das wissen wir schon. Zack. Totenwächter können rufen. So, das wissen wir schon. Also können den beschwören. So, so schreiben wir das mal hin. Beschwören. Okay, dann haben wir hier stehen... Heiler wurden entsandt, um das Portal zu versiegeln und Schlüssel zu vernichten. Nur Adanos weiß, was mit ihnen geschah. Die Kriegerkaste ist vernichtet. Krieger ist vernichtet. Das Herz des alten Kriegerkasten ist gebrochen. Nur die verbliebenen Priester. Nur die verbliebenen Priester schüren noch Hoffnung. Schreiben wir uns das auch mal so hin. Auch die Gelehrten kennen die bittere Wahrheit. So, okay. Hier heißt, dass Jagen da sterben wird. Okay. Haben wir geklärt. So, jetzt gehen wir rüber in einen anderen Raum. Ich weiß nicht, warum das jetzt gespeichert hat. Wo ist denn meine Fackel? Wo ist denn meine Fackel jetzt hin? Der hat die Fackel weggeschmissen und jetzt ist sie aus. Unangenehm. Fackel ist aus. Aber guck mal, gibt's Gold. Hier liegt noch Gold rum. Habe ich wohl aus Versehen liegen lassen. Beim letzten Mal. Jetzt müssen wir rüber auf die andere Seite gehen. Ist hier hinten, ist das eine Tür hier? Stell dir mal vor, hätte es irgendeine Tür übersehen. Das wäre ja der Hammer. So, hier, da waren wir schon drin. Wir haben ja auch schon alles umgebracht in der Bibliothek. Wir waren nämlich hier schon und haben uns hier schon durchgekämpft. Ohne so richtig... Ich dachte eigentlich, das ist sinnvoll, aber ich war zu Zeit hier, glaube ich. Obwohl, ich glaube, ich war nicht zu Zeit hier drin. Da lag auch eine gelbe Tafel oder irgendwie so eine Tafel. Und die war wichtig für uns. Ja, das ist, genau, das ist GTA, GTA 6 kommt gleich direkt nach Red Dead Redemption 3. Oder andersrum, direkt davor. Hier haben wir noch was zum Lesen. Nein, das ist Gothic 2, wenn man das, um das ernsthaft zu beantworten, ein Spiel von 2002 oder 2001 und das ist einfach phänomenal schön. Ich muss gerade herausfinden, was hier passiert ist. Absolut, das ist richtig. So, was haben wir hier stehen? Karmes war schwach, der Wille des Schwertes verbande ihn. Achso. Klames, das war einer von den. Es war einer aus der Kriegergilde, glaube ich, ne? 2002, ja. Ja, das ist möglich. So alt wie du. Gut gealtert das Spiel, ne? Klames war schwach. Der Wille des Schwertes übermannte ihn und machte ihn zu seinem Werkzeug. Das Leid und die Grausamkeiten, die er in seiner Verblendung aber über unser Volk brachte, vermochten nicht einmal mehr die Heiler zu lindern. Okay, ich muss jetzt mal gucken. Ich schreibe mir auch das mal ab hier. Warte, pass auf. Ich schreibe mir jetzt mal auf. Konnten... EMS nicht helfen. In Klammern, was haben wir hier? Verblendung
Ja, was macht ihn so? Ich nehme mal an, der Wille des Schwertes. In Klammern, Wille des Schwertes. Ich nehme an, es war ein Krieger, aber ich schreibe mir das mal so hin. Wir müssen nachher uns überlegen, was wir dem antworten. So. Das Leid und die Grausamkeiten, die er seiner Familie machte. Okay, das Schwert erkannte schnell, dass das Volk zu schwach war, um seine zu durchkreuzen. Allein die Macht unserer Ahnen konnte ihm noch gefährlich werden. Und so ließ es Claremes alle Totenwächter verbannen. Claremes ließ alle Totenwächter verbannen. So. Hinrichten und machte so jede Hoffnung auf Erlösung zunichte. So alle Hoffnung auf Erlösung zunichte. Punkt. So. So war kein einziger der Totenwächter mehr zugegen, als die verbliebenen hier entmachteten Anführer unseres Volkes den bitteren Entschluss fassten, Jagdkinder aufzugeben. Der Krieg tobte in den Straßen und die Heiler aufbrachen, um den einzigen Zugang zu unserem Tal für immer zu verschließen. Ja, genau. Okay, Heiler brachen auf. Haben wir gesehen? Jetzt pass auf. Letztes ist das hier, glaube ich, oder? Sind nur die zwei, ne? Was haben wir da noch stehen? So. Quahodron, der hohe Priester. Pass auf, okay. Also, pass auf. Quahodron, das ist ja mit dem wir reden, ne? Quahodron, in Klammern. Was ist jetzt? Irgendwie, es hängt heute so ein bisschen. Hohe Priester, Christoph Diem, herzlich willkommen. Ich schreibe mir gerade so ein bisschen auf, was wir hier wissen müssen, damit wir gleiche Chance haben, gegen den, um dem Quahodron seine Fragen zu beantworten, ne? Quahodron, der Hohe Priester, Claraimon und ich selbst bieten in diesen Hallen über einen Weg, Claremes und das Schwert zu bezwingen. Quahodron und Kalemon oder so ähnlich waren der Meinung, Claremes mit vereinten Kräften im Kampf besiegen zu können. Doch ich kannte die Macht des Schwertes zu gut, um daran zu glauben zu können. So machte ich von meinem Recht Gebrauch, die Entscheidung der beiden anderen zu überstimmen. Ja, okay. Ich beschloss, dass Claremes mit einer... Sie auch nicht, kann ich nicht weiterlesen. Aber Quahodron folgte der Entscheidung des Rates. Er begab sich in den Tempel Adanos und schickte nach seinem Sohn. Der Hass seines Sohnes hatte schon solche Gestalt angenommen, dass Claremes in wilder Raserei in den Tempel stürmte, um seinen Vater zu richten. Er erkannte unsere Pläne erst, als es für ihn zu spät war. Das heißt, wir haben also drei Leute. Und Quahodron. Und Clardemior war ist der andere. Richtig, klar. Ich kann nicht so genau sagen. Claremor soll das wahrscheinlich heißen. Konnten überstimmt werden. Aber wie heißt der, der es hier geschrieben hat? Wie heißt der? Wir brauchen den dritten noch. Wir brauchen jetzt den dritten. Ich muss also herausfinden. Und wer hat das hier geschrieben? Ne? Wer hat das geschrieben? Von wem kann Quahodron überstimmt werden? Das ist nämlich hier die Frage, um die es am Ende geht. Ne? Auf jeden Fall ist es vom Rat. Quahodron, der Hohepriester und ich. Wahrscheinlich ist das ein Gelehrter, oder? Berieten wollen einen Weg. Okay, das heißt, wir wissen jetzt gar nicht, wer das hier geschrieben hat. Haben wir denn jetzt hier irgendwas? Die Macht der Totenwächter? Ja, ihr seht hier, die Fragen sind die. Das sind die Fragen, aber wir haben keine Antworten dazu. Wir haben keine Antworten. Die schreibt er nicht automatisch rein. Wir können jetzt nur hoffen, dass ich jetzt genug aufgeschrieben habe hier. Den Rest müssen wir raten, dann nützt das alles nichts, ne?
Haben wir noch einen Raum hier? Hier ist keiner. Hier ist noch ein Raum. Hier ist auch noch was. Guck mal. Haben wir hier eins oder zwei Pulte? Eins haben wir hier noch. Na, mal gucken, was hier noch drauf steht. Quahodrons Altar machte es ihm unmöglich, unser Herr zu führen. Und so bestanden die Priester auf ihrem Recht der Befehlsgewalt. Aha, die Priester hatten das Recht der Befehlsgewalt. Priester hatten das Recht der Befehlsgewalt. Zum Glück kann ich schnell schreiben am Computer. Sie wiesen ihn an, sein Amt niederzulegen, um das, Schwert weiterzugeben. Der Rat der Fünd sollte seine Nachfolge bestimmen, doch die Kasse der Krieger verweigerte dem Rat die Wahl. Die Krieger wollen sich nicht länger den Rat der Fünf, fügen und erwählten seinen Sohn Claremes zu ihrem neuen Anführer. Claremes war also der Sohn. Claremes war der Sohn von Quahodron, ne? Sohn von Quahodron. Quahodron. So. Habe ich jetzt alles aufgeschrieben. Das ist also meine Notiz hier. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Kann ich es größer machen? Das hier habe ich mir jetzt also aufgeschrieben, alles, ne? Jetzt wollen wir mal gucken. Also die Heiler haben das Portal geschlossen. Konnten Claremes nicht helfen, durch ein wildes, Schwertes zu irgendwie zu heilen oder zu lösen, wie auch immer. War Sohn von Quahodron, ließ alle Totenwächter verbannen, machte so alle Hoffnung auf Erlösung zunichte. So. Totenwächter können beschwören, das wissen wir. Kriegerkaste ist vernichtet. Priester schüren noch Hoffnung. Gelehrten kennen die bittere Wahrheit. Damit Hochpriester und klar, die Moor konnten überstimmt werden von, das weiß ich nicht. Und offenbar waren es die Priester. Wir wollen mal hoffen, dass das jetzt so richtig ist. Das werden wir uns gleich anschauen. Er überreichte das Schwert seinem Sohn in der Hoffnung, dass es mit der gleichen starken Hand führt wie er selbst. So. Und jetzt haben wir noch. Gibt es noch irgendwas? Okay. Also ich nehme mal an. Die Kisten sind ja alle leer. Das war's. Mehr so eine Altare-Dinger haben wir jetzt nicht. Jetzt müssen wir hoffen, dass das reicht. Jetzt müssen wir uns nochmal dahin teleportieren. Nochmal dahin rennen. Und dann müssen wir mit dem, was ich aufgeschrieben habe, hier gucken, was es sein könnte. Müssen wir abklären jetzt den ganzen Mist, ne? Es ist mal wieder Tag. Ihr seht das. Es ist wieder Tag. Sonne müsste gleich aufgehen. So, ich schiebe das mal ganz kurz auf einen anderen Bildschirm rüber. Zack. Oh. Rüber, darüber, darüber. Ich habe nämlich vier Bildschirme hier. Vier Bildschirme komme ich gerade so zurecht. Reicht das? Und dabei muss ich immer aufpassen, dass ich nicht aus Versehen irgendwas ausmache oder kaputt mache oder so ähnlich. So, da hoch kommen wir schnell. Ein Teleportstein zu den Wassermagern wäre auch nicht schlecht. Da bräuchte man nicht immer dahin rennen zu irgendeinem Teleporter. Aber naja, was soll's. Wir kommen schon zurecht. Ich genieße das Spiel total, ne, meine Damen und Herren. Ich finde das so cool. Es ist so, wer sich im echten Leben nicht bewegen will, der spielt einfach Gothic. Hier kann man Welten entdecken. Kann man richtig viel kann man hier erreichen und machen. So, hier haben wir den Canyon gleich durchstiegen. Die große Wüste, in der die Bibliothek der Orks, oder der Alten, müsste man sagen, ja, steht. Jetzt gehen wir hier in den Teleporter rein. Teleportieren uns erstmal zu den Wassermagiern. Zack! Und jetzt gehen wir von hier aus. Und jetzt ist die Frage, warte mal, wohin muss ich jetzt? Zu dem. Zum. Ist das richtig zum Tal? Warte mal. Ja, ich glaube, ja, wir müssen zum Tal. Zack! Es ist, ja, okay, das stimmt. Es ist Nostalgie, genau. Also es ist erstmal, hat was mit Erinnerungen zu tun, das stimmt schon, ne? Man erinnert sich zurück an die Zeiten, in denen man das hier gespielt hat. Kann ich eigentlich, kann ich ein Essen braten? Guck mal hier, ich muss nämlich essen, ne, ich hab nicht mehr zum Heilen, Leute. Nicht mehr zum Braten. So, hier sind wir jetzt, da waren wir vorhin gerade. Ich weiß nicht, ob das nur Nostalgie ist, aber es ist einfach so, dass, wisst ihr, wie Gothic ist halt ein typisches Rollenspiel, ne? Das funktioniert so. Du bist am Anfang übelst Lauch, kriegst von jedem auf die Fresse, wirst du immer platt gemacht. Du hast keine Chance gegen irgendwas oder gegen irgendjemanden, bist einfach immer tot. Und stirbst ja natürlich nur bedingt, also eigentlich wirst du ausgeraubt und das war's dann. Und dann, genau, und dann irgendwann ist es, hier geht's hoch.
Ja, Skyrim ist halt so eine Sache, das ist genauso. Du hast völlig recht, die Elder Scrolls, Morrowind war ja damals parallel rausgekommen zu Gothic. Dann haben wir natürlich die Skyrim-Teile, ist alles die Elder Scrolls. Hast du natürlich völlig recht, das ist absolut genau richtig. Wenn man das kennt von früher und gespielt hat, dann ist man da gut aufgehoben, ist man sofort dabei, ne? Aber die Skyrim-Spiele nie gespielt, keins der Teile. Wieso hängt denn der heute? Was macht der hier mit mir heute? Ja, okay, ich hab's verstanden. Ach, wisst ihr was? Ich laufe einfach an dem vorbei jetzt, komm. Können wir den hier weglocken? Das wäre ganz fetzig eigentlich, ne? Oh. Ah, jetzt dachte ich, der sieht mich nicht, wenn er in die andere Richtung guckt, ne? Ja, ja, ich laufe an dem vorbei. Vielleicht bin ich gleich mal... oh nein! Ich überlebe das aber, weil ich gehe nämlich jetzt hier rein. So. Und jetzt, du dummer Lauch, schieße ich nämlich von der drinnen auf dich. Pass mal auf. So, du Troll. Guck mal hier, sage und schreibe, null Schaden mache ich mit dem. Ach komm, das bringt also alles nicht. So, Quahodron, wir versuchen es nochmal. Stell deine Fragen. So, wir versuchen es nochmal, was habe ich mir aufgeschrieben? Hallo Jonamando, herzlich willkommen. Jonamando, warst das nicht du letztens, von dem auch ein Kumpel bei Twitch drin war? Ich habe bei Twitch jetzt die ein bisschen die Regeln geändert, wer alles schreiben darf. Ich glaube, das warst du, ne? Wie geht's dir? So, also ich bin einer der Totenwächter, weil ich kann nämlich den beschwören. Wer schützte einst das Volk von Jakendar vor feindlichen Angriffen? Es können ja nur die Krieger gewesen sein. Es kann nur richtig sein. Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? So, das ist... Hallo, mir geht's gut. Okay. Ja, das ist schön. Also mir geht's auch gut. Das ist schön, dass es dir auch gut geht. Das freut mich sehr. Ja, mir geht's auch gut. Wir bereiten heute den Jahreswechsel natürlich vor, jetzt Silvester. Ich habe mich... So. Ist ja cool. Ruf mich an, Hand heißt der Smiley. Das ist auch cool. Ja, aber weißt du, das ist halt so 100 Stunden da drinnen zu versenken. Das geht bei mir, so viel Zeit habe ich ja immer gar nicht, ne? So, also, die Priester, würde ich sagen, waren das. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Der Sohn der Schwertkämpfer war das. Aber du siehst hier jetzt, das können wir jetzt so gar nicht so genau sagen. Müssen wir also sagen, die Kriegerkaste. Die Kriegerkaste. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Ja, es wird wohl dann sein, dass es die Gelehrten sind. Die Gelehrten. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Die Heiler? Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt das von auch die Heiler zu schützen? Waren das auch die Heiler? Kriegerkaste ist vernichtet, Priester schirmt noch Hoffnung, Gelehrte, können die bitte Heide? Heiler haben das Portal verschlossen. Die Heiler. Deine Antworten sind so ach, komm. Falsch wie deine Absichten. Ich werde dir nicht helfen. Also, Leute, was habe ich jetzt, was habe ich verpasst? Was habe ich nicht richtig gelesen? Das ist doch Rotz jetzt hier. Was habe ich falsch gemacht? Stell deine Fragen. Welche Kaste von Jakendar ist es? Also, wenn ich jetzt was anderes nehme... Die Gelehrten. Das glaube ich. Ich denke, du kommst... Okay, also das heißt, hier bin ich, hier muss ich Totenwächter sein. Stell deine Fragen. Welche? Geht nicht anders. So. Die Totenwächter. Wer schützte einst das Volk von Jakendar vor feindlichen Angriffen? Ich google das jetzt, pass auf, Alter. Mal gucken, ob ich da jetzt drauf gekommen wäre. Quahodrons Ragen. Kann ich mal richtig tippen, ist das? So, die richtigen Antworten. Wollen wir noch mal ganz kurz gucken? Ich lese das kurz mal im Internet nach. Also, die richtigen Antworten lauten. Aber da stellt ihr doch gar nicht eine richtige Reihenfolge. Die Krieger, das sind die es beschützt haben. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Die Priester. Haben wir doch schon gesagt. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Das waren die Krieger. Hey, ich habe alles richtig beantwortet vorhin. Die Kriegerkaste. Nur das letzte war falsch. Das letzte Wort im Rat der Fünf? Genau, die Gelehrten haben das letzte Wort. Haben wir auch gerade schon so gemacht. Die Gelehrten. Wer lindert das Leid? Sorgt die Kranken? Das sind die Heiler. Und das letzte ist das, was ich nicht wissen kann. Jetzt pass auf. Die Heiler. Wer hat das
das Portal verschlossen, um die Welt vor dem Bösen zu schützen. Aber das waren doch die Heiler! Ich weiß es nicht. Gut, ich vertraue dir. Hä? Das habe ich falsch gemacht. Das war nur das? Jetzt hör mal zu, Meister. Ein ganz übler Bursche hat sich Zugang zum Tempel Adanus verschafft. Wenn du mich nicht gleich in den Tempel lässt, ist es vielleicht schon zu spät. Und es geht hier alles den Bach runter. Das kann nicht sein. Der hohe Priester Cardimon und ich sind die einzigen in Jakendar, die wissen, wie man das Eingangstor zum Tempel Adanus öffnet. Ja, dann wird wohl dein Kumpel Cardimon geplaudert haben. Ich sage dir, das Tor war offen. Ich habe es selbst gesehen. Ja, das stimmt. Er hat es ja... Er hat ja beschworen. Wahrheit in deiner Stimme. Ich werde nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Das will ich auch hoffen. So nimm denn das Losungswort. Es steht auf dieser Steintafel. Sage die Worte am verschlossenen Tor des Tempels und... Oh, jetzt geht's los! Öffnen. Na dann auf ins Banditenlager, meine Damen und Herren. Ist abgelaufen. Ich kann dir leider nicht mehr helfen. Doch bedenke, hüte dich vor den Kammern Adanos. Jetzt ist es dein sicherer Tod. Mal, was ist mit den Kammern? Deine Kräfte schwinden. Leb wohl. Wir sehen uns wieder im Reich der Toten. Gleich verschwinden wahrscheinlich. Nee, noch Kammer? Nee, wir können nicht mehr.